Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Ich war letztens in Paris, stand vor der großen Kirche Notre Dame. Und da gab es eine Gruppe und die hatten Schilder, da stand drauf Free Hugs, also freie Umarmungen. Ich guckte mir das an und plötzlich wurde ich geherzt von einer älteren Dame. Ich kannte sie nicht, aber ich muss sagen, das tat ziemlich gut. Wenn man so überlegt, wir leiden ein bisschen unter Berührungsmangel in unserer Gesellschaft. Es gibt sogar eine Untersuchung und die sagt, dass ein Drittel aller Deutschen mehr Umarmungen wünschen. Also Berührung scheint irgendwie wichtig zu sein. Und es gibt sogar Menschen, da ist es zumindest so, dass sie mit Berührung besser überleben. Berührungen, Nähe, Ruhe, Geborgenheit. Ein Frühgeborenes in der 34. Woche. Es ist nicht mehr im Bauch der Mutter aufgehoben und doch eng verbunden mit seinen Eltern. Die Medizin setzt nicht mehr nur auf sterile Brutkästen, sondern immer stärker auch auf intensiven, möglichst langen Hautkontakt. Auch der Vater des kleinen Tom kommt jeden Tag zum sogenannten Känguruen vorbei und legt seinen Sohn auf seine Brust. Der Hautkontakt senkt das Risiko für schwerwiegende Entzündungen. Die Kinder sind seltener auf zusätzliche Flaschennahrung angewiesen und oft können sie auch etwas früher nach Hause. Vater und Sohn liegen so etwa 3 Stunden täglich zusammen. Hier in der Solinger Kinderklinik gehört das zum Konzept und ist etwas ganz Normales. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Also ich merke es daran, ich habe am ersten Tag schon gesagt, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, dann sitze ich auch ganz still, weil ich immer denke, er ist irgendwo noch auf meiner Brust oder so, weil man es verbindet halt sehr stark, ne? Also, es ist ein sehr schönes Gefühl. Sie spüren das quasi abends noch, dass er da war? Ich spüre das. Das ist so diese Wärme, ne? Direkt nach der Entbindung vor 5 Wochen war Tom noch stark auf die Gerätemedizin angewiesen. Dennoch legten Ärzte und Pflegekräfte schon da Wert auf Hautkontakt mit den Eltern. Und als wir dann aus dem OP rauskamen, dann kam dann die Kinderärztin mit so einem fahrbaren Inkubator und hat gesagt, die kriegen den jetzt draufgelegt. Und da ging es ihm auch gut. Ja. Und als er dann weggenommen worden ist, ging es ihm rapide schlecht. Also plötzlich musste er beatmet werden. Vorher hat er selbstständig geatmet. Also das war, dass die Kinderärztin auch gesagt hat, da sieht man mal, wie wichtig die Mama für das Kind ist. Ne? Chefarztvisite. Der kleine Tom hat sich gut entwickelt und kann bald das Krankenhaus verlassen. So, ich finde, er sieht richtig klasse aus. Die Ärzte hier sind überzeugt. Das liegt auch an Toms intensiven Kontakt mit seinen Eltern. Das, wovon die Kinder und wovon die Eltern am meisten profitieren, ist eine gelungene Bindung, die von Anfang an funktioniert und die das Kind unter Umständen ein Leben lang stabilisiert. Einige Zimmer weiter im Kreissaal wird per Kaiserschnitt ein Kind in der 31. Woche zur Welt gebracht. Das Solinger Konzept. Die Mutter sieht das Kind sofort nach der Entbindung. Danach wird es mit dem Nötigsten versorgt. Und bereits 15 Minuten nach der Entbindung im Brutkasten wieder zur Mutter gefahren. Denn unmittelbar nach der Entbindung sind Mutter und Kind hormonell in einer sensiblen Phase. Der direkte Hautkontakt in dieser Phase fördert den Aufbau der Mutter-Kind-Beziehung. Ein typisches Zeichen dafür? Nach dem Auflegen entspannen sich beide. Dennoch brauchen Frühgeborene die Intensivmedizin zum Überleben. Und sie müssen konstant durch ärztliches Personal betreut werden. Aber zusätzlich bekommen die Eltern hier in Solingen eine Anleitung für das Känguruen. Und das schon einen Tag nach der Geburt. Sie sind ganz eng und nah mit ihrem Kind, das ist ganz wichtig. Ja? Und durch den Hautkontakt und durch dieses Nachhausekommen während dieser Zeit reduzieren sie auch das Stressempfinden für ihre Tochter. Das ist auch tatsächlich nachweisbar. Die Mutter von Maya Sophie kann das schon aus eigener Beobachtung bestätigen. Sie wird ruhiger und knattert nicht mehr so viel.
Herzschlag ist dann auch langsamer, wenn er hier liegt. Beruhigender, gleichmäßiger. Und der intensive Hautkontakt hat noch einen ganz entscheidenden Vorteil für die Frühgeborenen. Was mittlerweile auch sich herausgestellt hat, ist, dass die Sterblichkeit geringer ist. Vor allen Dingen die Sterblichkeit von kleinen Frühgeborenen. Das ist eigentlich ein sensationeller Befund. Eine verhältnismäßig einfache Maßnahme reduziert die Sterblichkeit. Die Maßnahme? Hautkontakt. Ganz nah verbunden sein mit den Eltern. Ist das nicht verblüffend? Eine einfache Maßnahme, nämlich der intensive Hautkontakt, hat offensichtlich eine enorme medizinische Wirkung. Für Frühgeborene ist er überlebenswichtig. Berührung ist also wichtig und wir kennen das. Wir kuscheln gerne, wir tollen gerne. Und die schönste Form der Berührung ist der romantische Kuss. Nun, man denkt, der ist uns angeboren, der steckt schon in unseren Genen. Aber es ist interessant, wenn man sich näher damit befasst, das haben nämlich Anthropologen gemacht, die haben verschiedene Kulturen untersucht und die Frage gestellt, wurde eigentlich früher in diesen Kulturen so geküsst? Von 168 Kulturen stellt man fest, dass es viele Kulturen gibt, schauen Sie sich mal den afrikanischen Kontinent oder Südamerika an, wo dieses romantische Küssen eigentlich überhaupt nicht die Regel ist. Selbst in Europa, 70% der Kulturen küssten, aber es gibt eben auch in Europa, nehmen Sie zum Beispiel Lappland, Menschen oder Kulturen, wo das früher nicht der Fall war. Und was ich natürlich schön finde, ist, gucken Sie mal, Indien, 100%. Also in Indien hat man früher auch schon gerne geküsst. Nun, inzwischen haben sich natürlich diese Daten verändert. Warum? Die Welt ist global geworden und auch die Medien spielen eine Rolle. Also inzwischen küsst man weltweit auch gerne romantisch. Und wir finden das alle toll. Als Wissenschaftssendung muss man natürlich immer streng wissenschaftlich auch diesen Fragen nachgehen. Und wir haben uns gefragt, warum finden wir das toll? Und was Sie jetzt sehen, ist, wie ich finde, eines der schönsten Experimente bei Quarks & Co. Für viele ist er der Inbegriff von Verliebtheit und Verlangen. Der Kuss. Doch was dabei genau passiert, ist Wissenschaftlern noch nicht klar. Bisher haben sie nur Theorien darüber, warum gerade das Küssen die Paarbindung beeinflussen soll. Bewiesen wurde bislang kaum etwas davon. Doch nun wollen es Forscher des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung genauer wissen. Sie wollen testen, ob Küssen etwas Besonderes im Gehirn auslöst. Etwas, das man aus den Gehirnströmen ablesen kann. Dafür setzen sie Messelektroden auf die Köpfe von verliebten Probanden. Und an die Wangen. Denn auch die Mundmuskulatur sendet Signale an das Gehirn. Lippen und Zunge sind weich, sehr beweglich und haben besonders viele Tastzellen. Eine hochsensible Zone, die beim Küssen eine Vielzahl von Informationen an das Gehirn feuert. Wenn das Küssen beginnt, schicken Tastzellen und Muskeln Signale, die das Gehirn verarbeitet. Dabei entstehen Hirnströme, die die Forscher mit dem EEG messen. Über 300 Hirnwellen aus den verschiedenen Regionen des Gehirns werden aufgezeichnet. Denn Küssen ist ein komplexer Vorgang. Wie intensiv sind die Hirnareale daran beteiligt? Die Forscher suchen nach Hirnwellen aus unterschiedlichen Regionen, die sich aneinander angleichen, also synchron laufen und sich koppeln. Denn das ist ein Zeichen für Kommunikation. Wenn die Stärke der Kopplung zunimmt, dann bedeutet es, dass die Hirnareale stärker miteinander kommunizieren. Um zu bestimmen, wie genau das Küssen die Gehirnwellen verändert, brauchen die Wissenschaftler Vergleichssituationen. Sie messen deshalb die Gehirnströme. Erstmal beim Küssen, wie es Verliebte halt so tun. Als nächstes, wenn das Paar beim Küssen auch Kopf rechnen muss. Und drittens, wenn die Probanden nur die eigene Hand küssen.
Und tatsächlich kommunizieren die Hirnareale am stärksten, wenn die Probanden in einem Kuss versunken sind. Wie eine solche Kommunikation aussieht, zeigt diese schematische Darstellung. Es bildet sich eine Art Netzwerk. Doch Küssen ist eine gemeinsame Tätigkeit. Und die Experten glauben, dass es auch zwischen den Gehirnen der Küssenden Effekte geben müsste. Allein wegen der synchronen Bewegung. Dann die Überraschung. Viel stärker als vermutet gleichen sich die Hirnwellen der Küssenden auch untereinander an. Sie verkoppeln sich. Als wären beide Gehirne miteinander verbunden und bildeten ein einziges gemeinsames Netzwerk. Da spielen solche Fähigkeiten dann eine große Rolle wie Empathie, Mitfühlen, eine Fähigkeit, auf Gedanken und Gefühle des Partners einzugehen. Die Vermutung: Küssende wollen ihre Kussbewegungen immer wieder optimal in Einklang bringen. Was fühlt sich gut an? Was könnte dem Partner gefallen? Entsprechend verändern die Verliebten ihre Küsse. Bei diesem Wechselspiel synchronisieren sich die Hirnströme der Küssenden. Dafür spricht auch das nächste Ergebnis. Alle Probanden sollten nach dem Experiment angeben, wie gut die Küsse für sie waren. Dabei zeigte sich, die Kussqualität hing davon ab, wie stark das Netzwerk zwischen ihren Gehirnen war. Je stärker die Kopplung zwischen den Gehirnen ist, umso zufriedener sind die küssenden Probanden. Das Berühren der Lippen beim Küssen. Für die Liebenden immer wieder eine magische Verbindung. Und für die Wissenschaft ist klar geworden, synchronisierte Gehirnwellen gehören unbedingt dazu. War das nicht ein schönes Experiment? Nun, was zum Wohlgefühl beiträgt beim Küssen, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir bei den Lippen sehr viel empfinden. Denn hier gibt es sehr viele Rezeptoren, übrigens auch bei unseren Fingerspitzen. Und der zweite Punkt ist, dass unser Gehirn diese Sinnesreize besonders intensiv verarbeitet. Das wird auch an dieser Figur deutlich. Man spricht vom Homunculus. Und das ist, wenn man so will, ein Abbild genau der Gehirnareale und der Verhältnisse der Gehirnareale bei der Sinnesverarbeitung. Und was man eben merkt ist, die Lippe ist groß, weil eben auch sehr viel Gehirn sich damit auseinandersetzt oder die Hände, im Gegensatz zum Beispiel zu den Beinen, da sind wir nicht so empfindlich. Und gerade was das Tasten und das Fühlen betrifft, unterscheidet man noch zwischen dem aktiven und dem passiven Fühlen. Und das können Sie sehr leicht selber nachvollziehen. Wenn ich den Finger zum Beispiel auf die Tischplatte lege, dann spüre ich vielleicht das Holz. Das nennt man passives Fühlen. Aber wenn ich den Finger aktiv hin und her bewege, dann steigert sich die Empfindlichkeit, und zwar um das Tausendfache. Ich bin in der Lage, Rauigkeitsunterschiede von einem Tausendstel Millimeter noch zu ertasten. Und das macht einfach klar, das Tasten ist offensichtlich wichtig. Und Sie werden gleich sehen, das Tasten ist für uns, für unseren Körper, eine enorm wichtige Funktion. Unsere Haut. Sie schützt uns und sie ist die Grenze zwischen uns und der Außenwelt. Aber unsere Haut ist mehr. Sie ist unser größtes Sinnesorgan. Mit ihrer Hilfe meistern wir unseren Alltag. Dabei arbeiten unzählige Sinneszellen und Nerven in unserer Haut zusammen, wie in einem Orchester. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Die sogenannten Merkel-Zellen zum Beispiel registrieren vor allem Druck. Dadurch können wir Form und Härte eines Gegenstandes erspüren. Je nach Körperregion haben wir unterschiedlich viele Rezeptoren in der Haut. Am meisten haben wir an den Lippen und den Fingerkuppen. Das sprichwörtliche Fingerspitzengefühl. Mit einigen Rezeptoren an den Händen und Fingerspitzen können wir zum Beispiel spüren, wenn etwas droht, aus unserer Hand zu gleiten. Hauptsächlich sind das die sogenannten Meissner-Körperchen. Die gibt es ausschließlich in der unbehaarten Haut. Sie registrieren Vibrationen. In Windeseile läuft dann ein Signal zum Rückenmark.
Von dort kommt dann postwendend ein Befehl an die Hand nachzufassen. Ein sogenannter Reflex, der vollkommen unbewusst abläuft. Auch auf Schmerz und extreme Temperaturen reagieren wir sofort. Dafür haben wir ein vollkommen eigenständiges System. Es besteht aus den Enden feinster Nervenfasern. Die sind am ganzen Körper verteilt und die mit Abstand häufigsten Bausteine unseres Tastsinns. Der Tastsinn kann noch mehr. Er sagt uns auch, wo und wie wir den Fuß gerade aufsetzen und sogar, wo wir uns im Raum befinden. Dadurch bewegen wir uns unbewusst und meist fehlerfrei. Dafür arbeitet der Gleichgewichtssinn mit zusätzlichen Tastsinnrezeptoren in tieferen Hautschichten und in den Muskeln zusammen. Genau diese tiefer liegenden Rezeptoren sind für uns sogar lebensnotwendig. Denn ohne sie könnten wir nicht schlucken und noch nicht einmal atmen. Deshalb nennen Experten den Tastsinn auch ein Lebensprinzip. Inzwischen haben Wissenschaftler einige Rätsel um unseren Tastsinn gelöst. Aber an einem arbeiten sie noch. Wie entsteht aus dem Fühlen ein Gefühl? Seit etwa 10 Jahren haben Forscher besondere Nerven unter Verdacht, die sogenannten C-taktilen Fasern. Sie feuern deutlich langsamer als andere Nerven des Tastsinns. Und sie sind direkt mit Arealen im Gehirn verbunden, die Emotionen verarbeiten. Sie könnten also aus der Berührung ein Gefühl machen. Aber ob sie das tatsächlich tun, ob allein oder mit anderen zusammen, weiß man heute noch nicht. Daher kann die Wissenschaft noch nicht beantworten, was genau die Berührung eines geliebten Menschen so schön macht. Experten sind sich noch nicht einig über die Bedeutung des Tastsinns. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass einige nur die Rezeptoren in unserer Haut zum Tastsinn zählen. Andere verstehen viel mehr darunter. Denn ähnliche Rezeptoren, die sitzen zum Beispiel auch an den Organen oder in den Muskeln. Und wenn man alles zusammen betrachtet, dann steuert der Tastsinn nicht nur die Berührung, sondern zum Beispiel auch die Bewegung und andere wichtige Körperfunktionen. Also der Tastsinn ist überlebenswichtig. Und einige Experten sagen, ein Kind, bei dem der Tastsinn ausfallen würde, das würde schon im Mutterleib keine Chance haben zu überleben. Aber es gibt auch Erkrankungen, die einen Teil des Tastsinns ausschalten. Und um das genauer zu verstehen, vielleicht ganz kurz, was passiert beim Tasten? Beim Tasten ist es so, dass über die Nerven ein Reiz weitergegeben wird. Und was Sie hier sehen, ist, diese Reizweiterleitung läuft in Form einer Kaskade. Und wichtig dabei sind hier diese weißen Striche. Das ist nämlich die Myelinschicht, sowas Ähnliches wie ein Isolator. Und jetzt gibt es bestimmte Nervenerkrankungen, und die führen dazu, dass genau diese ganz wichtige Myelinschicht geschädigt wird. Und dadurch verblasst der Reiz, also er kann nicht weitergeleitet werden. Und in der Folge heißt es, man kann dann nicht mehr tasten, nicht mehr spüren. Und was das für einen betroffenen Menschen bedeutet, das zeigen wir Ihnen im nächsten Film. Ich hatte herrliche Brandblasen an den Händen, weil ich ja doch auch mit rechts gearbeitet habe. Und wenn man ungeschickt ist, man rutscht ab. Hab nicht genau hingeguckt und dann bin ich doch oben an den Backofen geraten. Und dann spürt man es erst, wenn es wieder blutet. 1991 fing es an, ohne ersichtlichen Grund. Da habe ich ein Kribbeln in den Fingerspitzen gefühlt und die fühlten sich auch taub an. Als die Taubheit dann zunahm und auf die Finger überging, bin ich zum Orthopäden gegangen und mein Orthopäde hat damals gesagt, Halswirbel. Ich bekam Physiotherapie, wurde so lang gestreckt und es besserte sich aber nicht. Und dann habe ich so bei mir gedacht, oh, gut, okay, es ist nicht so extrem, damit kannst du leben. Aber 11 Jahre später wurde es plötzlich schlimmer. Das rechte Bein wurde taub. Die Muskelkraft ließ nach. Dann die Diagnose. Eine Autoimmunkrankheit. Ihr Immunsystem griff die Nerven an. 2003, als es dann ganz konkret wurde und ich auch diesen körperlichen
ich sag mal, Verfall gespürt habe. Das war ein Schock. Das war ein richtiger Schock. Also ich habe damals im Charité-Hochhaus in der 19. Etage war das, habe ich da auf meinem Bett gesessen, hatte einen wunderschönen Überblick über Berlin und habe immer nachts gesessen und habe geheult. Die Ärzte versuchten es erst mit Cortison. Dann mit Blutwäsche. Doch es verschlimmerte sich nur. Dann bekommt man irgendwann auch ein bisschen Panik. Was ist, wenn die Seite, die noch eigentlich halb brauchbar ist, wenn die nur auch noch damit anfängt und du dann dich gar nicht mehr bewegen kannst? Ihre Familie gab ihr Halt. Besonders, als es für sie schwierig war, mit den Veränderungen umzugehen. Zum Beispiel das Küssen, das hat sich nicht gut angefühlt. Also es war unangenehm, weil für mich unangenehm. Also weil es so taub ist irgendwie, ne? Und aber was noch ein bisschen unangenehmer war, wenn ich am Arm gestreichelt wurde. Also wenn hier lang gestrichen wird und man empfindet wenig oder aber ein missliches Prickeln. Also das wird dann auf die Dauer unangenehm. Und dann ist es für den anderen nicht schön, wenn man sagt, du, nee, mach mal nicht, das ist unangenehm. Oder wenn ich meinen Mann mal gestreichelt habe, dann habe ich das nicht gespürt. Ich habe zwar gemerkt, ich streiche auf was, aber ob das glatte Haut ist, ob das Stoff ist, Der dritte Therapieversuch hilft ihr endlich. Bis heute muss sie einmal im Monat in die Klinik und bekommt dann eine Infusion mit Immunglobulinen. Sie regulieren ihr Immunsystem und bremsen den Angriff auf die Nervenzellen. Vor allem in den ersten beiden Wochen nach der Infusion spürt sie vieles besser und kann sich besser bewegen. Aber ihr Fuß ist immer noch ein wenig taub und sie kann ihn nicht richtig heben. Regelmäßig muss daher der Erfolg der Therapie überprüft werden. Dafür bitte ich Sie. Ihre Neurologin Juliane Klemet testet dabei die Sensibilität ihrer Gliedmaßen. Spitz vielleicht, ja. Spitz vielleicht. Stumpf. Kann ich nicht genau sagen. Es ist zwar nicht so wie früher, aber für Claudia Schulze hat sich trotzdem vieles verbessert. Und heute habe ich mir hier ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man einen anderen Menschen wieder spüren kann. Wenn man auch Wärme dann spürt von der Haut oder Kälte von der Haut spürt, was man vorher nicht gemerkt hat. Man kann also in der Tat nur erahnen, wie schwer das Leben wird, wenn ein Teil des Tastsinns ausfällt. Nun, das eine ist das Tasten, das andere ist das Berührtwerden. Und davon bekommen viele zu wenig. Pflegekräfte zum Beispiel in Altenheimen, die wissen ganz genau, wenn man ältere Menschen zum Beispiel sanft anfasst, dann blühen die regelrecht auf. Nun, warum eine Berührung ein gutes Gefühl auslöst, das kann man biochemisch erklären. Wichtig dabei, wenn man berührt wird, will man auch berührt werden. Also der Sender und der Empfänger ist wichtig. Und dann passieren ganz viele biochemische Dinge. Das, was Sie hier sehen, ist ein ziemlich kompliziertes Molekül. Es heißt Oxytocin. Und es wird ausgeschüttet in dem Moment, wo wir, wie gesagt, von einem, den wir mögen, angefasst, berührt werden. Man spricht auch oft vom Kuschelhormon, aber es gibt auch andere Hormone, wie zum Beispiel Dopamin, das ausgeschüttet wird. Oder man hat festgestellt, in dem Moment, wo man berührt wird, wird das Stresshormon Cortisol abgebaut. Und das hat zur Folge, und das kann man auch messen, dass der Herzschlag langsamer wird, dass wir entspannen. Also Berührung ist wichtig und es gibt eben viele bekannte Effekte. Die spannende Frage ist, nutzt man die? Nun, Sie sehen gleich die Geschichte eines Arztes und Pharmakologen. Er behandelte jahrzehntelang depressive Menschen. Und plötzlich kam er auf eine berührende Idee. Nachdem er eine sehr sanfte Form von Massage selbst erlebt hatte, dachte Bruno Müller-Oerlinghausen sofort an seine Patienten. Sie finden bei vielen psychiatrischen Störungen entweder negative Körpererfahrungen, Traumata, Schläge,
was es so gibt, Folter, oder ein Mangel an empathischer Berührung. Da habe ich mir überlegt, vielleicht wäre Massage, eine bestimmte Art von Massage, etwas für die Patienten. Ob das stimmt, wollte er in einer Studie untersuchen. Das Zielorgan der psychoaktiven Massagen ist eher die Haut als etwa, sagen wir jetzt, die Muskulatur oder das Bindegewebe. Denn die Haut ist das Organ, an dem unser Selbstbewusstsein, unsere Identität hängt. An der Studie nahmen nur Patienten teil, die besonders schwer erkrankt waren. Die Wirkung der Massagen sprach für sich. Das Erstaunlichste war für uns, dass die depressive Stimmung sich tatsächlich zumindest akut zurückbildet. Ein stationärer Patient sagt der Masseurin, bei Ihnen spüre ich zum ersten Mal Kompetenz. Das ist schon erstaunlich. Oder eine Patientin sagt, ich steckte immer in einer Art Gummihaut und die ist weg. Kein Patient hat diese Studie abgebrochen. Wir haben uns einen großen Kopf gemacht, ob die Patienten das überhaupt aushalten, eine Stunde lang still zu liegen, angefasst zu werden. Sie haben das gerne ausgehalten. Massage hilft. Und wenn Sie das Thema noch mehr interessiert, klicken Sie uns an. Wir haben einige Informationen für Sie im Netz zusammengestellt. Stichwort Netz. Vor der Sendung haben wir bei Facebook gesagt, schickt uns eure Kuschelbilder. Und ich finde es toll, ja? Also ein Studio umgeben mit Kuschelfotos. Da sieht man Menschen, die miteinander kuscheln, Menschen und Tiere, die miteinander kuscheln. Und so als Antwort, ja, ich bin ein leidenschaftlicher Katzenkuschler. Nun egal, ob man das mit Menschen, ob man das mit Tieren tut. Es geht darum, dass man Berührung bekommt. Und jetzt kommt ein Experiment meines Kollegen Burkhardt. Ich weiß nicht, ob er wusste, auf was er sich da eingelassen hat. Jetzt geht's gleich los und ich merke schon, dass die Anspannung bei mir steigt. Da ist auch die ein oder andere Hemmung mit dabei, um ehrlich zu sein. Denn das, was da auf mich zukommt, wird schon durchaus ein zwischenmenschliches Abenteuer. Denn ich werde jetzt gleich mit fremden Menschen kuscheln. Ja, zum ersten Lied möchte ich euch bitten, dass ihr jeder einen Platz im Raum sucht und euch einfach auf die Musik einlasst. Ich bin zum ersten Mal auf einer Kuschelparty und kenne niemanden hier. Die Partys kommen aus den USA und seit gut 10 Jahren gibt es sie auch in Deutschland. Erkampfter kann man bald kaum sein. Und beim nächsten Tanz dürft ihr dann schon ein bisschen Kontakt machen. Ich darf mir schon den Arm nehmen. Ja. Müsste mal öfters kommen. Schönen Abend. Ja. Die Trainerin hat mir erzählt, dass das Tanzen uns alle locker machen soll, bevor es ans echte Kuscheln geht. Nächste Stufe. Rein in den Kuschelkreis mit geschlossenen Augen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wer mich da berührt. Sehr.
interessanterweise fühlt sich das Streicheln per se irgendwie gut an. Das funktioniert. Also das fühlt sich gut an. Und das, was mir aber deutlich schwerer gefallen ist, ist, den anderen zu streicheln, also sozusagen was zu geben. Das, da merkt man vor allen Dingen die Fremde. Dieses Gefühl ist nicht unbedingt für alle gleich. Die meisten sind nämlich schon mal auf einer Kuschelparty gewesen. Raufen fällt deutlich leichter und ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Berührung hier nur ein Nebeneffekt ist beim Raufen, während beim Kuscheln die Berührung ganz klar im Vordergrund steht. Es geht in die Abschlussrunde. Ganz tief entspannt und wohlgenährt. Auch mir geht's sehr gut und ich komme wieder. Ich bin quasi hinten übergekippt. Lass uns ganz ehrlich sein hier in der Runde. Das ist total absurd, was hier läuft. Wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert das aber. Dann funktioniert die Berührung, das tut gut. Das ist angenehm. Man erfährt Liebe und Zuneigung und so weiter. Und das ist natürlich was, das spürt man auch. Ne? Das ist, was hier stattfindet, ist total wertvoll gleichzeitig. Kuscheln für Quarks. Danke, Burkhard. Nun, der größte Teil unseres Tastsinns, der sitzt in der Haut. Das sind etwa 2 Quadratmeter. Also es ist das größte Sinnesorgan. Und auf die Art und Weise nehmen wir auch unsere Umwelt dreidimensional wahr. Wir haben nämlich ein Körperschema, also eine Vorstellung der Dimensionen unseres Körpers, und das führt dazu, dass wir ohne hinzugucken zum Beispiel an Objekten vorbeigehen können, ohne anzustoßen. Aber genau dieses Körperschema kann auch manchmal gestört sein. Auch wenn es vielleicht danach aussieht. Dieser Mann ist kein Vertreter für Bademoden und diese junge Frau ist keine Surferin. Martin Grunwald ist experimenteller Psychologe. Die junge Frau magersüchtig. Bei magersüchtigen Patienten ist es eben so, dass diese Patienten ihren Körper als etwas Dickes und Aufgedunsenes erleben. Wir suchen nach einer Idee, um dieses verkorkste Körperschema sozusagen zu restaurieren. Mit dem Ziel, dass die Patienten ihren Körper so erleben, wie er wirklich ist. Der Leipziger Martin Grunwald hat sich der Haptik verschrieben, dem Tastsinn. Wir müssen nicht unbedingt sehen können und nicht unbedingt riechen können, aber fühlen. Das ist allen Lebewesen gemein. Es gibt keinen Organismus, der leben könnte ohne ein Tastsinnesystem. Einzigartig in Deutschland, das Haptiklabor. Es gehört zur Uni Leipzig, muss sich aber komplett selbst finanzieren. Vieles im Labor ist daher Marke Eigenbau. Die Erforschung des Tastsinnesystems ist jetzt nicht unmittelbarer Mainstream. Das muss man wollen und da muss man auch entsprechende Risiken eingehen und man zahlt auch dafür einen gewissen Preis. Die Geschichte mit dem Neoprenanzug begann bereits Mitte der 90er Jahre. Für Grunwalds Doktorarbeit sollten Probanden Tiefenreliefs ertasten und anschließend zeichnen. Währenddessen wurde ihre Hirnaktivität gemessen. Eine Teilnehmerin fiel dabei völlig aus dem Rahmen. Die junge Frau war nicht in der Lage, die Strukturen zu erkennen und wiederzugeben. Das war eine junge Studentin, sehr anspruchsvolles Studium. Sie konnte also keine schweren kognitiven Einschränkungen haben und es gab keine Erklärung für dieses Phänomen. Grunwald forschte nach und stellte fest, die Probandin war krankhaft dünn. Er wiederholte die Studie, diesmal ausschließlich mit Magersüchtigen. Die Bilder aller Patientinnen waren völlig verzerrt. Und bei allen war ein für den Tastsinn wichtiges Hirnareal weniger aktiv. Es gibt in unserem Gehirn ein Modell unseres Körpers und das ist das Körperschema. Wenn Menschen Probleme haben, Tastinformationen zu verarbeiten, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der zentrale
Prozessor, der auch das Körperschema quasi konstruiert, dass der nicht richtig funktioniert. Lässt sich das verzerrte Körperschema von Magersüchtigen korrigieren? Grunwald ist überzeugt, die üblichen Psychotherapien allein reichen oft nicht. Ich habe nach einer Idee gesucht, die unabhängig von Sprache dazu führt, dass das Gehirn quasi aufwacht und sich sagt, hey, das ist mein wahrer Körper. Eine Bekannte, sie ist Lehrerin, erzählte ihm eines Tages von ihren magersüchtigen Schülerinnen. Die sagte mir, die Mädchen gehen gerne schwimmen. Ich sage, huch, es ist aber kalt. Ja, die gehen nicht gerne schwimmen, weil sie schwimmen gehen wollen, sondern weil sie gerne diesen Badeanzug anziehen. Es ist die entscheidende Idee. Ein hautenger Anzug. Magersüchtige sollen durch den Druck ihren Körper in seinen realen Dimensionen spüren. Der Pilotversuch. Eine Patientin bekam einen maßgeschneiderten Neoprenanzug. Sie trug ihn dreimal täglich für eine Stunde unter der Kleidung, 15 Wochen lang. Und die Patientin nahm zu. Die Patientin beschrieb dann auch so ganz eigentümliche Dinge, dass sie zum Beispiel auch Körperkälte wahrnimmt oder dass sie wahrnimmt, wenn sie etwas isst, dass ihr Körper sich dann warm anfühlt. Und sie beschrieb das als völlig neue Erfahrungen, die sie gemacht hat. Diese Ergebnisse hat Martin Grunwald vor über 10 Jahren veröffentlicht. Immerhin setzen einige Therapeuten den Neoprenanzug inzwischen als Teil ihrer Therapie ein. Aber seine Suche nach Geldgebern für eine Erforschung des Wirkmechanismus war bis jetzt erfolglos. Man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, dass sich neue Ideen, insbesondere in der akademischen Welt, sehr, sehr, sehr langsam fortpflanzen. Das muss man einfach so sehen, ne? Wer weiß, vielleicht ändert das sich ja. In dieser Sendung geht es um den Tastsinn. Aber es gibt da ein kleines Problem. Wir werden älter. Und damit lassen auch unsere Sinne nach. Ältere Menschen hören schlechter oder ich brauche inzwischen eine Lesebrille, denn meine Augen lassen nach. Nun, mit der Brille kann ich mir helfen oder mit einem Hörgerät. Aber auch der Tastsinn altert. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass ältere Menschen weniger Gefühl in den Fingern haben. Die tun sich schwer, ein Hemd zuzuknöpfen oder eine Flasche aufzudrehen. Aber was können die dagegen tun? Was passiert also mit dem Tastsinn, wenn der altert oder plötzlich durch einen Schlaganfall sogar betroffen ist? Vor 4 Jahren bei einer Operation erlitt Frank Löbermann 2 Schlaganfälle. Er erwachte aus der Narkose und war halbseitig gelähmt. Seitdem hat sich alles geändert. Am allerschlimmsten das Gefühl, möglicherweise im Rollstuhl sitzen zu müssen für einen langen Zeitraum oder gar den Rest meines Lebens. Die ersten Monate war der Arm völlig bewegungslos und weitgehend gefühllos. Also es waren keine Muskelreaktionen möglich, außer ein bisschen im Schultergelenk. Der Arm hat eigentlich gar nichts gemacht. Insofern war auch kein Training möglich. Aber ohne Training, wie zum Beispiel Krankengymnastik, gab es kaum Hoffnung auf Verbesserung. Doch damit wollte Frank Löbermann sich nicht abfinden. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass eine Arbeitsgruppe in Bochum genau daran forschte. Bereits seit über 20 Jahren beschäftigten sich Hubert Dinse und sein Team damit, wie sich der Tastsinn verbessern lässt. Interessant ist ein Blick auf zum Beispiel Blinde oder Musiker. Beide Gruppen verfügen über einen deutlich besseren Tastsinn. Und man geht davon aus, dass der Grund dafür ist, dass sie einfach ihre Finger und Hände sehr viel intensiver benutzen, als das andere Leute tun. Und dass aufgrund dieser intensiven Benutzung der Tastsinn trainiert wird. Aktiv trainieren können Schlaganfallpatienten oft nicht. Aber Nervenzellen lassen sich auch passiv anregen, durch Strom. Die Forscher versuchten mit Stromimpulsen dieselben Lerneffekte im Gehirn auszulösen, die auch beim Training den Tastsinn verbessern. Sie testeten das zunächst an gesunden Probanden. Zur Kontrolle überprüften sie die Tastfähigkeit.
Dabei zeigte sich, dass die Probanden nach der Strombehandlung die beiden Spitzen deutlich besser ertasten konnten als vorher. Auch im Gehirn entdeckten die Forscher Veränderungen. Die Hirnbereiche, die beim Tasten angeregt werden, waren nach der Behandlung größer als vorher. Ähnlich wie bei Musikern durch aktives Training. Die Stromimpulse wirkten. Frank Löbermann war inzwischen auf die Bochumer gestoßen, gerade als eine klinische Studie erfolgreich beendet war. Dazu haben wir einen Handschuh entwickelt, in den in die Spitzen aus leitendem Material Kontakte eingearbeitet sind, die es jetzt erlauben, gezielt nur die Fingerspitzen zu stimulieren. Und diese Aktivierung geht dann ins Gehirn und löst dann dort die Lernprozesse aus. Als einer der ersten Patienten erhielt Frank Löbermann vor 3 Jahren einen solchen Handschuh. Nun zur Therapie. Also der wichtigste Impuls, den der Handschuh mir gegeben hat, war zu der Zeit, als ich den Arm so gut wie gar nicht bewegen konnte. Durch diese leichten Stromimpulse in die Hand hat man ständig eine Erinnerung, ah, richtig, da ist ja noch eine Hand, und fängt unwillkürlich an, diese Hand auch zu bewegen, was ansonsten eben nicht der Fall ist. Dann liegt die da nutzlos auf dem Schoß, wird nicht benutzt, keine Muskelansprache, keine Empfindsamkeit. Das änderte sich durch den Handschuh. Inzwischen hat er wieder Gefühl in den Fingern seiner linken Hand. In dem Sinne kann man jetzt auch von dem Handschuh keine Wunder erwarten. Er kann zu einer deutlichen Verbesserung führen. Und wie weit die führt, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Frank Löbermann hofft, dass sich die Sensibilität seiner Hand noch verbessert. Deshalb wird er den Handschuh weitertragen. Als Training für den Tastsinn. Ganz nebenbei und ohne Anstrengung. In dieser Sendung haben wir Ihnen jede Menge wissenschaftlicher Belege geliefert, wie wichtig der Tastsinn ist. Und zwar egal, ob wir Babys sind oder ältere Menschen. Nun, das ist die Theorie. Und jetzt